Und den gesamten Tag über hat da oben keine Sonne geschienen. Das ist richtig belastend. Und es ist immer noch total kalt. Das war total energielos. Und mir ist eben gerade eine richtig widerliche Auffälligkeit aufgefallen. Ich muss diese Zecke entfernen. So, ich habe mein Dach erweitert. Guck mal, ich habe hier schon wieder was zum Fressen gefunden. Bevor das eigentliche Video beginnt, wollte ich etwas loswerden. Und zwar, ich lebe zum Großteil von dem, was ich online mache. Allerdings sind meine Einnahmen ziemlich unterirdisch. Und das hier, das ist meine Actioncam. Das ist mein wichtigstes Arbeitswerkzeug nach meinem PC. Und die hat mir 3 Jahre lang gute Dienste geleistet. Die hier ist absolut elementar. Ich brauchte den wirklich für jede Tour. Und jetzt ist es soweit. Diese Actioncam hat die ersten Macken. Und ich habe immer größere Probleme damit, vernünftig zu filmen. Und ich möchte unbedingt in die DJI Osmo Action 3 investieren. Das ist die neueste Version. Und es ist ultra wichtig, in diese Actioncam zu investieren, damit mein Kanal keine Qualitätseinbußen hat. Es könnte gut sein, dass ich über die YouTube November-Einnahmen, worin Werbeeinnahmen, Kanalmitgliedschaften und Spenden mit inbegriffen sind, dass das vielleicht gerade so ausreicht für die neue Actioncam, dass ich die mir zu Weihnachten holen kann. Aber weil der November-Monat noch nicht komplett rum ist, kann ich das noch nicht zu 100% garantieren. Und deswegen will ich unbedingt, dass ihr meinen komischen Kanal teilt, damit mehr Klicks kommen, damit die November-Einnahmen höher kommen, damit ich diese neue Actioncam gesichert stemmen kann. Alternativ habe ich unten einen Amazon-Ref-Link verlinkt. Wenn man darüber bestellt, würde ich eine kleine Provision bekommen, aber für euch würde es keinen Cent mehr kosten. So, das wollte ich hingewiesen haben. Jetzt Videostart kommt. Tag 4 ist angebrochen. Es ist zwar hell geworden, aber es ist immer noch total unangenehm kalt, weil guck mal hier, guckt euch das mal an. Hier ist überall Nebel und Luftfeuchtigkeit. Da ist hier alles nass und diese ganzen Wolken, die versperren die Sonne. Und ich hatte die ganze Zeit keine Möglichkeit, mich irgendwie aufzuwärmen. Außer ich würde mich bewegen, aber ich bin gerade zu faul, um mich zu bewegen. Ich bin gerade viel zu antriebslos wegen der ganzen Luftfeuchtigkeit. Das war wieder eine richtig unangenehme Nacht gewesen. Es hat mich richtig belästigt, dieser ganze Regen. Und naja, es hat vielleicht nur ein bisschen manchmal geregnet, so ein paar Tropfen. Aber dieser ganze Nebel, diese Luftfeuchtigkeit, das war so richtig kalt gewesen. Ich habe wieder ein bisschen gefroren. Und dann sind hier auch noch so eine Scheißwurzeln. Die haben mich auch die ganze Zeit gestört. Das ist so eine richtig beschissene Liegekomfort. Das ist richtig unangenehm mit den Wurzeln. Und ich hoffe total, dass in den nächsten Stunden diese ganzen Wolken verschwinden und Sonne rauskommt. Weil sonst, wenn die Sonne heute nicht rauskommt, da ist das heute so ein richtig verschissener, widerlicher Tag, den ich gar nicht mögen werde. Der wird richtig widerlich. Es ist ein richtig ekliger Tag mit so einem richtigen Siffwetter. Also dieser Regen und diese Kälte und dieser Nebel, diese Luftfeuchtigkeit, das war total energielos. Ich habe richtig keinen Bock drauf aufzustehen. Das ist voll nervig. Das ist richtig belastend. Deswegen liege ich hier so lange, bis das vielleicht weggeht oder so. Oder zumindest so ein bisschen weggeht. Ich habe noch nicht mal Bock drauf, jetzt auf dieser Tischplatte den vierten Strich für Tag 4 drauf zu... wie heißt das Ding? Mit dem Stein so dran zu kratzen. Aber ich mach das später auf jeden Fall. Das hole ich auf jeden Fall nach. Das muss nachgeholt werden. Es ist ein richtig widerliches Wetter heute. So, ich bin gerade aufgestanden, weil ich musste Urin machen. Das habe ich gegen diesen Baum gemacht. Und es nieselt ganz leicht. Und dieser ganze Nebel, der ist immer noch vorhanden. Und es ist immer noch total kalt. Und mir ist eben gerade eine richtig widerliche Auffälligkeit aufgefallen. Und zwar hier vorne ist eine Zecke. Ich muss diese Zecke entfernen. Geprost! Ich grüße Ramses der Dicke.
Jupp. Genau hier vorne ist die Zecke, die euch erfolgreich entfernt. Und genau hier ist die Stelle, wo ich glaube, der Kopf ist auch draußen. Das ist gut. Zecke erfolgreich entfernt. Prüfen, ob ich bald Borreliose aus meinem Körper rausspritzen kann, um andere zu ärgern. So, hier sind die drei Striche. Und zwar Tag 1, Tag 2, Tag 3. Die kann man jetzt gerade nicht so gut erkennen, wegen der Nässe. Aber jetzt mache ich den vierten Strich, weil heute ist Tag 4. Ah, ich habe aus Versehen den falschen Stein benutzt. Genau, das hier, das ist jetzt Strich für Tag 4. Aber jetzt werde ich erstmal mein Essen von gestern weiter essen. Das ist immer noch dieser Baum, den ich gerade esse. Da habe ich das Innere vom Baum rausgemacht. Ich habe bisher nur sehr wenige Hungergefühle gehabt. Weil ich halt weiß, dass man das hier fressen kann und dass das kalorienreich ist. Erstmal ein paar Heidelbeeren fressen. Guck mal, hier sind ganz viele reife Heidelbeeren. Die werden jetzt alle aufgefressen. Heidelbeeren sind geil. Ich habe hier einen Blaubeerbusch gefunden. Mit Blaubeeren. Diese Blaubeeren, die werde ich jetzt auch fressen. Blaubeeren sind geil. Ja, so sieht die Location mit Nebel aus. Ich will unbedingt, dass diese Wolken weg sind, damit die Sonne hier runterklatscht und dann dieser Nebel viel schneller weggedampft wird. Damit da dann die Sonnenstrahlen noch mehr runterklatscht und dann diesen Gras hier trocken macht, damit ich das hier aufsammeln kann, also hier dieses getrocknete Gras wegpflücken kann und dann in mein oder das als Decke benutzen kann und Unterlege und Matratze. Genau, das regt mich total auf, dass das hier alles nass ist. Das finde ich voll scheiße. Ich wollte es gemütlicher haben und nicht so wie in der letzten Nacht. Guck mal, ich habe hier schon wieder was zum Fressen gefunden. Er soll mit kalten Fingern kaltes Wasser trinken. Damit mir noch kälter wird. Aber dafür ist dieser komische Durst weg. Guck mal, als ich hier gepennt habe, da ist mir aufgefallen, dass von dieser Seite irgendwie ganz viel Wind kam. Also, naja, gut, das war ein leichter Wind gewesen, aber der war trotzdem kalt gewesen und das habe ich gespürt. Der ist hier gekommen und ist dann zu meiner Füße hier. Irgendwie so zu mir dann. Das hat mich genervt und deswegen habe ich mir gedacht, mein Dach hier zu erweitern. Dass ich den ein bisschen vergrößere. Ich bin eben gerade mit dem Kopf hier drauf, hier gegen geklatscht. Und zwar, dass ich hier noch ein, wie heißt das Ding? Hier noch ein paar Äste rüber mache und nochmal so ein, wie heißt das Ding?
So eine Baumrinde hier drüber machen tue. Dass der ein bisschen größer ist, damit ich so ein bisschen windgeschützter nächste Nacht hier rumliege. Das Skelett der Erweiterung ist fertig. Jetzt wird Rinde geholt. So, ich habe mein Dach erweitert. Und zwar, das sieht so aus, von innen. Und so sieht das von draußen aus. Das habe ich so erweitert. Das habe ich nur deswegen gemacht. Genau, als Windschutz. Und damit, falls da Regen von der Seite kommen sollte, dass dann weniger irgendwie dahin kommt. Falls der Wind nach dahin blasen sollte. Genau, deswegen habe ich das hier gemacht. Und aus keinem anderen Grund. Das ist mein neuer Schlafplatz. Guck mal, diese Viecher hier vorne, die belasten mich die ganze Zeit. Die hängen hier die ganze Zeit rum. Und wenn die dann sich abseilen, also der hier, der klettert zwar gerade hoch auf sein Seil, aber wenn die sich abseilen und dann auf meinen Kopf drauf landen, oder auf meinen nackten Bein oder so. Das nervt mich die ganze Zeit und das machen die mehrmals in der Stunde, wenn ich da drin liege. Also diese Dinger hier, ne? Das sind komische Raupen. Weil ich gerade nichts zu tun habe, modifiziere ich diese drei Striche mit dieser Farbe. Genau, extra damit ihr das über die Kamera besser sehen könnt, dass ich 4 Tage hier bin. Und morgen kommt Tag 5. Wenn Tag 5 erreicht wird, dann kommt so ein Strich. Und wenn Tag 6 erreicht ist, dann mache ich hier einen Strich und bei Tag 7 hier einen Strich. Und bei Tag 8, Abreisetag, mache ich da hinten auch einen Strich. Genauso mache ich das und nicht anders. Guck mal, ich hatte zwar die letzten paar Stunden nicht gefroren, aber es war trotzdem nicht warm gewesen. Und die Sonne geht langsam runter. Also das wird immer mehr dunkle. Und den gesamten Tag über hat da oben keine Sonne geschienen, sondern es war die ganze Zeit richtig bedeckt. Richtig bewölkt und nebelig und feucht und nass und... Ich glaube, diese Nacht, die jetzt gleich kommt, die wird auf jeden Fall noch kälter sein, noch eine Nummer kälter sein als die letzte Nacht. Und darauf freue ich mich überhaupt gar nicht. Ich habe keinen Bock drauf, schon wieder fast gar nicht schlafen zu können, weil ich die ganze Zeit am Frieren bin. Das gefällt mir nicht. Das ist richtig belastend. Ich will so ein kaltes Wetter. Also zumindest nicht, wenn ich jetzt ohne Schlafsack penne. Habe ich keinen Bock auf so ein kaltes Wetter. Weil mit Schlafsack wäre das jetzt was anderes. Aber ohne Schlafsack ist scheiße. Wenn das dann im ganzen Körper so richtig kalt wird. Und dann konnte ich doch nicht mal mehr getrocknetes Gras sammeln, weil dieser getrocknete Gras total feucht ist und so weiter. Den gesamten Tag. Deswegen konnte ich nicht noch mehr davon sammeln. Und ich hatte richtig Bock drauf gehabt, irgendwie das Doppelte an getrocknetes Gras zu sammeln, damit ich viel besser pennen kann. Damit ich mich damit viel besser zudecken kann und sowas. Das finde ich richtig widerlich. Ich bereue das total, dass ich da nicht noch viel, viel, viel mehr getrocknetes Gras gesammelt habe. Ich hoffe zutiefst, dass morgen richtig geiles Wetter wird. Dass morgen Sonnenschein kommt und alles trocknet. Damit ich abends getrocknetes Gras einsammeln kann. Zum besser pennen. Guck mal, langsam ist es dunkler geworden. Und wisst ihr, was mir auffällt? Wenn ich atme, dann kommt Dampf raus. Das heißt, heute Nacht wird das noch unangenehmer sein, was die Kälte betrifft, glaube ich. Das finde ich voll scheiße. Das mag ich nicht. Das gefällt mir so nicht. Die Kälte muss weg. Ich werde so langsam pennen gehen, weil ich habe Bock zu träumen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass mich die Kälte später aus dem Traum rausreißt. Weil ich schon wieder nicht schlafen kann. Deswegen versuche ich jetzt zu pennen, anstatt später.
Weil je später es wird, desto kälter wird das. Und desto unausgeschlafener werde ich dann über Nacht. Deswegen lege ich mich jetzt schon hin. Hier vorne geht's zu Tag 5 vom Selbstversuch, aber falls Tag 5 noch nicht veröffentlicht sein sollte, kommt hier stattdessen ein 48-Stunden-Biwak bei Gewitter. Das war ganz windig gewesen, das müsst ihr euch alle geben.